Pepka, Cordula Stratmann und Bernhard Hoeker. Wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie zu Genial daneben, einer neuen Show auf Sat 1. Ich könnte Ihnen jetzt erklären, worum es geht, aber ich tue es nicht, denn Sie werden es merken. Es ist ganz einfach, fünf reizende Damen und Herren, die intelligentesten Menschen Deutschlands haben sich hier versammelt. Mich ausgeschlossen und werden jetzt schwere Fragen beantworten, sehr schwere Fragen von Ihnen, die Sie uns geschickt haben und natürlich auch Fragen von mir. Ich gucke mal so ins Panel, es sind alle sehr angespannt, wie ich sehe und ihr wisst, was euch erwartet. Die Nation guckt auf die Glatze von Hoeker und fragt... Kann man männlicher aussehen, ne? Das fragt man sich. Ja, kann man! Okay, erste Frage. Warum nennt man gepökeltes Schweinebein Eisbein? Nächste Frage, bitte. Also ich nehme mal an, in der Urzeit, da ist so ein armes Schwein vom Blitz getroffen worden, ist dann eben durch diese Eiszeit und so, so Ötzi-technisch, ein Ötzi-Schwein. Man hat es dann gefunden und es lag da so mit verkokelten Beinchen im Eis herum. Und hatte ein Superman-Kostüm an. Und das war eben gepökelt, das Schwein, weil es aber eben im Eis gefunden worden ist. Eisbein. Ist falsch. Ja. Meine Theorie geht ja in die Richtung, dass der Begriff Bein nicht im Sinne von Beinlaufgerät zu benutzen ist, sondern als im Sinne von Beinknochen. Das heißt, es handelt sich bei einem Eisbein um ein Fleisch, in dem, Fleisch, in dem sich ein Knochen befindet. So, jetzt haben wir schon mal das Bein geklärt, ne? So, so jetzt seid ihr dran. Müssen wir nur noch, ja, das Bein haben wir jetzt geklärt, jetzt müssen wir nur noch das Eis klären. Ja. Dieter, du guckst so, als wenn du überhaupt nicht weißt. Ich kann, über dieses Thema so schwer nachdenken, wenn ich neben Hella sitze. Aber was würde dich denn da jetzt so anfliegen bei dem Gedanken? Eisbein, gepökelt, warum heißt es Eisbein? Ja, Gott. Warum heißt es Eisbein? Ich vermute, weil das so aussieht wie schon mal eingefroren. Hätte ja sein können. Nein. Ich glaube, dass ich mit dem Schnee voll vorne lag. Nein. Fleisch wurde... Herr Balder! Ja. Fleisch wurde doch gepökelt, um es haltbar zu machen. Im Winter, dass es da so schön hängt. Und deswegen. Nein? Nein, hängt. Das ist... Nee. Ich hab schon keine Lust mehr. Geben Sie mir eine Tochter in die Sicht, ich fahr nach Hause. So werden wir das nie lösen, Bastian, ne? So werden wir das nie lösen. Es sieht, auch wenn man es auf dem Teller sieht, es sieht so ein bisschen nach Leiche und kalt aus. Das stimmt. Ja, Eis, aber Leiche heißt also Eis, nicht Eis im Sinne von kalt. Das ist sinnbildlich, das ist irgendwas Sinnbildliches. Eisbein, das hat was mit den ständig kalten Füßen von Frauen zu tun, die nachts dann beim Mann unter die Decke kommen. Und der Heribert... Kann man mir mal einen Moment zuhören? Natürlich. Man kann, aber man muss nicht, oder? Heribert Pökel hat dieses... Wer? Heribert Pökel hat diese Form der Zubereitung entwickelt und war verheiratet. Mit Frau Pökel? Mit Frau Renate Pökel. Und die... Junge, Junge. Das kann ich anbieten. Ja, vielleicht schön. Ist Eis auch eine Abkürzung von Ei. So sieht's aus. Ich glaube, das Bein ganz generell, Bein, wenn man das Bein, also sprich den unteren Teil des Beins anschaut, dass das sehr viel sehniger ist. Also muss man sich überlegen, wenn es zum Verzehr gedacht ist, muss man es, und da gebe ich Frau von Sinnen vollkommen recht, muss man es einfrieren, damit man es überhaupt an Geschmack und auch an Konsistenz behalten kann. Herr Pastewka, tut mir leid, bei, sich bei allem, was Sie recht geben, hat er gesagt, das ist falsch. Ich weiß. Aber ich mag Hella nun mal sehr gern. So, danke, Herr Pastewka. Vielen Dank. Okay, also ich sehe schon, ihr schafft es nicht. Dabei war der Anfang so schön. Es wurde doch irgendwie von Bernhard Hoeker was von Knochen erzählt.
Das war ja ein guter Ansatz. Da habe ich gedacht, na ja, das geht jetzt in die richtige Richtung. Und dann war es wieder völlig daneben. Also wenn wir jetzt bei den Knochen bleiben. Aber genial daneben, Herr Balder. Deswegen heißt die Sendung. Genial daneben, ja. Also ein gepökeltes Schweinebein wird auch Eisbein genannt, weil man aus diesen Röhrenknochen früher Schlittschuhe macht. Ah. Ich weiß das nicht, weil ich nie Schlittschuh gelaufen bin. Ja. Und ich weiß das nicht, weil ich früher noch nicht gelebt habe. Wir haben Briefe bekommen von Zuschauern und ich darf Ihnen jetzt mal vorlesen, welche Frage zum Beispiel keine Chance hatte. Also wenn Sie so eine Frage haben, schicken Sie so ruhig, ich lese dann unter der Rubrik keine Chance vor. Renate G. aus P. wollte gerne wissen, warum gewinne ich nie im Lotto? Antwort, weil ich nicht tippe. Das ist albern, kann man machen, brauchen wir aber nicht. Aber eine sehr schöne Zuschauerfrage kommt von Christian Olk aus Timmendorfer Strand. Der liebe Christian möchte gerne wissen, warum haben Kellner beim Wein einschenken die linke Hand auf dem Rücken? Weil es beim Einschenken eh kein Trinkgeld gibt. Sehr schön, das war wirklich genial daneben. Das war absolut. Weil der Wein immer von rechts eingeschenkt werden muss, ja. Warum auch immer. Ja. Und damit die halt nicht mit dem Arm gegen den Herrn oder die Dame bumpern, ist er eben immer auf dem Rücken. Ich vermute. Nein, die haben das vom Chef verboten gekriegt, weil die viel zu häufig vorher immer mit dem linken Arm alles vom Tisch so geschmissen haben. Weil die Damen angelangt haben. Man kennt doch das Personal in der Gastronomie. Nein, also ich tippe, dass die in der rechten Hand hatten sie die Flasche mit links auf den Korken rausgezogen, den dann nach hinten versteckt und angeboten. Ja, aber warum sollen sie den Korken verstecken? Den ja, ganz einfach. Zeigt man ja so. Ja, und wenn der sagt, das schmeckt nicht, dann kann er dem direkt schauen sie nicht. Ziehen. Ziehen. Ja, es ist, oh, ein Korken ist hier. Das ist doch gut. Ich glaube, dass die Kellner mit der anderen Seite, mit der anderen Hand die Schürze, die ja vorne hängt, hinten so ein bisschen zusammenbinden. Andersrum, du kannst weil rechts und links nicht unterscheiden. Ja, es ist ja für den Fernsehzuschauer, der das ja andersherum sieht. Gut, hat also der mit Spiegel? Dem Spiegel? Ja, ja, natürlich, das ist kann das ja sein. Spiegel? Ja, natürlich, das ist ja, die Kamera dreht das ja alles um. Ach. So, und es ist ja folgendes, dass die rechte Hand natürlich das, also die rechte schenkt ein und jetzt greift meine Theorie, meine Damen und Herren, das wird hinten zusammengezogen, damit sich vorne nicht die Leute, die hier und dort sitzen, in dem Glauben, das ist nicht die Schürze, sondern eine Serviette, mit der den Mund abwischen. Frei erfunden, aber beeindruckend. Sehr schön, oder? Also ich bin sehr beeindruckt. Ich habe auch die ganze Zeit mir überlegt, wo führt das jetzt hin, dieser Monolog. Ich glaube, das vielleicht ist irgendwas mit den, wo das, ich weiß nicht, kommt der Wein, kommt wahrscheinlich nicht aus Arabien, aber wenn, dann hätte ich was mit rechtem und linkem Händchen und das nein. Böse Händchen, nein? Ja, mit bösem Händchen schon, aber nicht mit rechts und links. Aber es hängt mit Flaschen zusammen. Also es ist schon so, weil, also es ist nicht so, dass das früher irgendwie Beutel waren und man hat die hinten so gedrückt, dass vorne nein, nein. Was... Also nein, nein. Ist das linke Händchen ein schmutziges Händchen? Unter Umständen vielleicht, man weiß es ja nicht, ne? Ein fieses Händchen. Weil früher die Kellner in den Restaurants, die schon erwähnten Gastronomen, die haben eingegossen und mit der linken Hand direkt das Geld aus der Tasche der Leute geklaut. Und wenn die das hinten haben, dann nicht. Ja, sehr schöne Erklärung, aber falsch. Ich glaube, ihr wisst es nein, nicht. Nein, wir ne? Wissen es, glaube ich, ihr nicht. Ihr wisst es nicht. Wir sind noch nicht mal nah dran, oder? Dann werde ich es euch sagen. Diese Sitte, beim Weineinschenken die linke Hand auf den Rücken zu verstecken, auf dem Rücken zu verstecken, diese Sitte kommt aus dem alten Rom. Die Weinsklaven, die den Wein einschenken, damit die keine Möglichkeit hatten, Gift in das Glas zu schütten, wurden sie gezwungen... Was sie immer dabei hatten. Wurden... Ja, die hatten immer. Es gibt Bilder von Sklaven aber mit Gift, es gab schon mal, es gab schon den einen oder anderen Fall, dass ein Sklave sagte, diesen Menschen möchte ich nicht mehr. Deshalb wurde ihnen die linke Hand auf den Rücken gebunden. Ach, linkshändige Sklaven wurden überhaupt nicht eingestellt? Wurden gar nicht, die waren... Die kam sofort weit weg. Es gibt 500 Euro für Christian Olk aus Timmendorfer Strand. Herzlichen Glückwunsch. Sie sehen, meine Damen und Herren, so einfach ist es bei uns, 500 Euro zu gewinnen. Wenn Sie auch eine Frage haben, so eine schöne, intelligente Frage, schicken Sie an uns. Postfach genial daneben, 50 616 Köln. Oder Sie rufen an 01 378 10 11 20. Oder Sie mailen fragen@genialdaneben.de. Okay, wir kommen zur nächsten Frage. Von wem stammt das Zitat, wenn ein Mann einer Frau höflich die Wagentüre aufreißt, dann ist entweder der Wagen neu oder die Frau? Ephraim Kishon? Nein, nicht Ephraim Kishon. Woody Allen? Nein, auch nicht Woody Allen.
Aber Johannes Hesters. Billy Wilder. Nein, nein. Jemand, der Johannes Hesters hat gesagt, Frauen, lasst euch liften, ich kann wieder sehen. Muss der gerade sagen. Vielleicht sollten wir doch erst mal feststellen, ob das ein Mann oder eine Frau gesagt hat. Was tippt ihr denn? Ihr sagt ah, jetzt muss ich es natürlich Frau. Sagen, eine Frau. Ich meine, das ist eine Frau schon eine die ganze Frau, Zeit. Gesagt, ja. Liz Taylor. Nein. Lass ihn doch erstmal den mit Satz zu Ende bringen. Wir wissen, ob sie noch lebt. Ja. Inge Meisel. Nein. Die Frau, die sich so für Frauen einsetzt. Axel Bulthaupt. Alice Schwarzer. Ja, Alice Schwarzer. Nein, aber die war es nicht. Nein. Man traut das, glaube ich, dieser Frau gar nicht zu, dass sie den sagt. Ah, das ist ja auch ein. Angela Merkel. Hertha Dolph. Ich kenne noch eine Frau. Ja. Ich weiß. Wenn Sie schon sagen, das braucht man nicht zu, dann sage ich Dolly Buster. Nein. Ihr wisst es nicht. Eine Chance gebe ich euch noch. Bernd Stelter. Nein. Jetzt haben wir es. Es war Uschi Glas. Ach, Uschi Glas. Ja, das löst ja Begeisterungsstürme aus. Natürlich, natürlich. Das konnten wir nicht wissen. Das kann keiner. Das wollten wir auch. Ich glaube, Sie selber weiß es, glaube ich, auch nicht. Ja, nächste Frage. Woher kommt die Redensart, sich einen Ast lachen? Naja, mal ganz im Ernst, wenn ich so richtig loslache. Also diese schlüpfrigen Fragen weigere ich mich zu beantworten. Das ist keine schlüpfrige Frage, Frau von Sinn. Ich komme da wieder mit einarmigen Sklaven. Im alten Ruhm. Ja gut, ja, ich sag mal so, wenn du jetzt richtig aus dem Herzen lachst, ja. Ne? Ha, 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 ha. So. Ha, und du sitzt jetzt draußen im Garten, guckst auf den Baum. Ja, unterm Baum, ne, bei Erdbeerkuchen mit Sahne. Guckst du hoch, siehst die Äste des Baumes und lachst dir einen Ein Ast. Ich würde mal tippen, klasse. Im alten Rom. Ja. Rom ist ja gut. Ne? Wurden den Bäumen die Äste auf den Rücken gebunden. Genau. Ja. Also entweder im alten Rom oder im alten Wilden Westen, auf jeden Fall früher, als es auch diese Schlittschuhe da gab. Als es und noch nicht gab? Da war es so, dass wenn die Leute so richtig herzhaft gelacht haben, dann haben die Oberen die aufgehängt am Ast. Nein. Cordula. Vielleicht kommt es daher, ich vermute das, dass wenn man unheimlich lacht, so wie Hella, ich setze an wie Hella, Ende aber anders. Wenn du richtig, richtig doll lachst, also musst schon sehr stark lachen, dann ist ja bei manchen Leuten entweicht ja dann was hinten. In Form eines Astes. Also das wurde. Ich habe ja schon vieles gesehen, aber so habe ich noch nie gesehen. So was habe ich auch noch nie gehört. Ein Ast? Hast du in deine Toilette reingeschaut und gesagt, ich habe einen Ast dort hineingelegt? Nein! Es handelt sich um ein Einzelschicksal. Nein, ein Einzelschicksal, ja. Ja, Bastian, das ist Quatsch, ne? Ja. Das ist Unsinn. Also, ich nehme an, wie so viele Dinge, das beruht auf einem ganz albernen Missverständnis. Das hat jemand gesagt mit einem Sprachfehler. Richtig. Der wollte sagen, wir haben uns tierisch einen abgelacht und dann gesagt, ich würde noch. Ich habe einen Witz gehört, das hast du noch nicht erlebt und da war der Ast. Hast du. Ja. Ich würde noch vermuten, wenn man richtig gelacht hat, hat man einen Hexenschuss bekommen, musste an einem Ast sich stützen, um wieder gerade zu gehen. Ja. Das ist alles ein völliger Blödsinn. Es stimmt aber auch gar nichts. Es geht schon los damit, dass ihr glaubt, der Ast. Es geht gar nicht ums Lachen wahrscheinlich. Doch, es geht ums Lachen, aber ihr glaubt alle, der Ast ist der Ast am Baum. Nein, das habe ich ja eben nicht geglaubt. Also außer Frau Stratmann. Aber wir können auch nicht wissen, was also ich werde es euch sagen, mit Ast ist hier nicht der Zweig eines Baumes gemeint, sondern der Buckel eines Menschen. Früher hieß der Buckel eines Menschen Ast. Dazu sagte man Ast. Und bei heftigem Lachen wird der ganze Mensch so erschüttert, dass der Kopf so eingezogen, der Körper so gebeugt ist, dass er wie bucklig erscheint. Und daher kommt der Ausdruck, sich einen Ast lachen, heißt nicht weiter als sich einen Buckel lachen. Aber die Erklärung von Cordula Stratmann fand ich großartig. War die beste, fand ich auch. Die war wirklich. We'll be right back.
Schlitzohr. So wie Holger jetzt guckt. So. Ja, Römer. Klugscheißer haben immer von anderen mal eben so richtig einen reingekriegt. Dass und dann du immer mich als Beispiel dann nehmen musst. Nein, das verletzt ist doch alles, mich auch. Es ist doch aber ein Schlitzohr heil. Ist ja kein Klugscheißer. Ein Schlitzohr ist ja jemand, der so ein bisschen... Was weiß, genau. Genau, so ein Gewiefter, nicht wahr? Und zwar waren das vorüber, also hauptsächlich waren das Diebe, Verbrecher, bösartige Menschen, Gauner. Ja. Böse Menschen. Und auch das, denen wurde, ja. weil die ja oft mit Messern auch so zu tun hatten, die kommen ja aus der Unterwelt und so, haben die öfter, ja, haben die so geschlitzte Ohren gehabt, weil man da mit Messern sich geschlitzt hat. Und wenn die, also... Weil man hat sich mit Messern damals so geschlitzt. Ja, das war... Das war so wie heute Skateboard fahren. Ja, heute haben die alle, heute sagt kommst man auch, du mit, wir Roller schlitzen. Roller-Ohr, sagt man auch. Ja, aber das ist im Grunde völlig richtig, weil natürlich, weil diese Leute gebrannt waren, wird das... Ja, kann ich dir sagen, du, in Bonn, hartes Pflaster. Oh, scheiße, es tut mir leid. Das, das sind offenbar Hauptfrage. Fragen, die man hat, wenn man aus Karst kommt. Aber das ist doch im Grunde völlig richtig, oder? Dass Leute, dadurch, dass sie was Böses getan haben, irgendwie so ein Stückchen Öhrchen, machen wir einfach weg, dann, da weiß man Bescheid. Das ist ein Langfinger. Und da haben wir schon wieder eine... Nein, Schlitzohr vielleicht aus dem der Bereich der Piraterie, Piraten, nein, Ohrringe nein, rausgerissen. Nein, hallo, bisschen bei den Indianern. Bleichgesicht spricht mit gespaltenem Ohr. Das ist doch wahrscheinlich eine jüdische Angelegenheit, nein. oder Herr Balder? Nein. Also wenn das, es ist nicht mit rausgerissenem Ohrring, dann ist es was anderes. Ja, jetzt weiß ich es. Und zwar... Mit rausgerissenem Ohrring habe ich ja nicht gesagt, dass es das nicht ist. Nein, es ist ein Herr... Also, das habe ich ja nicht gesagt. Ich für den Herrn Balder mache ich es nochmal. Machen Sie mal. Hängt es damit zusammen, dass ein Ohrring herausgerissen wurde und dann war hier ein Schlitz drin? Das ist richtig, aber warum? Ja, dann hätte man mich da mal ein bisschen mehr für loben wollte können, ich als sagen, ich das Frau eben Sinn gesagt habe. Ja, habe ich gerade eben gesagt. Frau von Sinn, ich wollte doch damit nur sagen, im Prinzip ist es ja richtig, habe ich auch nichts dagegen gesagt, nur man geht doch nicht einfach irgendwann hin und riss irgendjemanden nee, Ohrring aber auf. Wahrscheinlich waren die im Gefängnis, haben die so steif Knopf im Ohr gekriegt und ja, wenn sie rauskamen oder Strafgefangene und dann haben sie, und dann wusste man, das waren... Nein. 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 Nein, nein, nein. Nein. Schlitzohr, die Diebe, die haben Ohrringe geklaut. Nein. Schlitzohren hatten einfach die schönsten Ohrringe. Nein. Und dann will ich haben. Nein. Ach, Schlitzohren sind die Leute, denen das Ohrläppchen hier so fiese angewachsen ist. Dann hat man gesagt, Leute, das sieht so scheiße aus. Ist das so eine Männchenkette? Also es ist ja richtig, dass jemandem ein Ohrring rausgerissen wurde. Da, so weit sind wir ja schon. Aber das reicht mir ja nicht. Warum? Es muss ja irgendeinen Grund geben. Und vor allen Dingen wem? Dem Bösen. Ja, Bösen. Genau, wir verteidigen das Gute, jemand? Indem wir die Ohrringe rausreißen. Ja, den Bösen. Die Schweine. Ja, genau. Den Bösen. Den machen wir fertig. Kling. Ja. Ich kann ja nicht weiter darüber nachdenken, weil man nur Vorurteile. Vielleicht sollte man erst mal fragen, wer trug denn überhaupt mal Ohrringe? Piraten. Piraten, richtig. Tucken. Wer? Tucken. Meister Propper. Meister Propper. Frauen. Reiche Frauen. Ja. Arme Frauen. Ah, kleine, große Frauen. Dicke Frauen. Dünne Frauen. Hera Lind. Ja. So, jetzt haben wir schon mal alle Ohrringsträger. Jetzt ist das einfach. Also halb haben wir die Frage ja schon beantwortet. Ich meine, es war ja auch klar, dass von euch so eine Antwort kommt. Wenn ich sage Schlitzohr, wenn die Frage kommt, ist ja klar, dass da irgendwas mit Schlitz im Ohr und da kommt man auf Ohrring. Aber das reicht mir ja nicht. Nee, Herr Balder, so einfach war das nicht. Ich möchte ja wissen, woher der Begriff Schlitzohr kommt. Das möchte ich gerne wissen. Aus der Gaunersprache. Aus dem Deutschen. Nein. Nicht aus der Gaunersprache, aus dem Deutschen. Jetzt werde ich aber sauer hier. Korrekt. Im Englischen würde es Schlitzohr heißen. Das heißt aber, das kommt gar nicht von Schlitzohr. Das hat sich sprachlich umgewandelt in der ganzen Zeit. Es kommt eigentlich von Schließen. Das hieß ganz früher nicht Schlitzen, sondern Schließen. Es gibt viele Wörter, die sich im Laufe der Jahrhunderte verändern. Ja? Ja. Komm noch mal zum Punkt. Und die Ohren zu haben... Ohrringe geschlossen. Tipp. Sag mal, ist gut. Ja. Klappt. Sag mal, dass die Ohrringe sich geschlossen. Ich stelle fest, dass ihr es nicht wisst. Richtig. Dann werde ich es sagen. Im Mittelalter trugen ja nicht alle Menschen Ohrringe, sondern nur Gesellen bestimmter Zünfte hatten das Privileg, Ohrringe zu tragen. Und wenn diese Gesellen gegen die Regeln ihrer Zunft verstoßen haben, dann riss man ihnen den Ohrring raus. Und zwar auf schmerzhafte Weise.
Und so ist der Begriff Schlitzohr entstanden. Und Anne Schemann aus Karst bekommt 500 Euro. Oh ja. Ich mach's gut. Schlecht benommen hatten und wahrscheinlich, wenn sie nicht mehr Gesellen sein durften, auch ganz übel durch die Lande zogen, war von Stund an ein Schlitzohr jemand, der etwas Böses im Schilde führt. So ist es. Woher kommt eigentlich der Begriff etwas Böses im Schilde führen? Das machen wir beim nächsten Mal. Richtig. Ja, ich weiß es. Haben die das eigentlich sofort gemacht oder haben die denen erst zweimal eine Verwarnung gegeben, so von wegen, hör mal, beim dritten Mal reiße ich dir den Dings raus. Das ist eine gute Überleitung auf das, was jetzt kommt. Zweimal eine Verwarnung gegeben. Sehr gut, denn wie ist die gelbe und rote Karte beim Fußball entstanden? Ich kriege 500 Euro. Wir lassen natürlich das alberne Ampelbeispiel raus, oder? Wollen wir? Ja. Nein, Hugo. Und zwar ist es die Ampel. Ich mache nur. Und das ist ja ganz einfach. Nein, das lassen wir raus, oder? Das kann es doch nicht sein. Das ist doch zu einfach. Nein, ich würde jetzt mal das Ampelbeispiel einbringen. Mach du ein Ampelbeispiel. Der Rasen ist grün. Das ist eine gegebene Sache. Und wenn einer übt, dann wird es gelb. Und wenn einer übt vom Rasen muss, von dem grünen Rasen, kriegt er rot. Wieso muss er weg, wenn es rot ist? Und es müssen Karten sein, weil er in einem Fußballstadion immer so viel Krach ist, dass man nichts verstehen kann. Deswegen muss das etwas visuell sein. Richtig. Ihr erklärt mir jetzt gerade, warum die Karten gelb und rot sind. Aber ich möchte wissen, wie sie entstanden sind. Ja, ganz einfach. Da hat einer vor der Ampel gestanden. Das ist farblich so schön, das machen wir auch. Schaut mal. Ich vermute, es hängt damit. Es gab früher zwei Arten von Fouls. Das eine war so ein Tritt, der so richtig blutet. Dafür gab es die rote Karte. Also, ja, aber so und dann, ja, und die, ja nicht. Doch. Und die eitern, die sind halt gelb. So. Und um das den Zuschauern zu sagen, der blutet rot und dann musste der auch weg. Und später hat sich das gewechselt, dann musste der, der das gemacht hat, weg. Fernsehen zusammen? Nein. Ich erkenne das mal so an, es hat tatsächlich was mit einer Ampel zu tun. Der Schiedsrichter Ken Aston, der hatte sich nach dem WM-Viertelfinale 1966 zwischen England und Argentinien hatte sich Gedanken gemacht, weil nämlich die Brüder Jack und Bobby Charlton vom Schiedsrichter verwarnt worden waren, ohne dass es irgendein Zuschauer mitbekommen hat. Und da hat der Mann sich Gedanken gemacht, der Schiedsrichter, und fuhr nach Hause. Und da stand er an einer Ampel. Und da hat er sich gesagt, Mensch, gelb, da komme ich gerade noch so durch, aber bei rot... Da muss ich halten. Schon ganz schön Gas geben. Und der hat dann den Vorschlag gemacht, gebt uns gelbe und rote Karten und so sind sie entstanden. Perfekt. Also ja, doch von der Ampel. Ihr habt das gemeinschaftlich. Wer hatte damit angefangen mit der Ampel? Ich habe eine herrliche Frage bekommen von Frau Heidemarie Bese. Wo ist sie? Frau Bese. Bese oder Besen? Heidemarie. Die rot anläuft. Ja, Heidemarie. 500 Euro gibt's für Sie. Wenn die Frage nicht beantwortet wird, ist es eine sehr schöne Frage. Warum pinkeln Panda-Bären im Handstand? Das ist ja total einfach. Der Panda-Bär an sich ist ja unglaublich eitel und er hat dieses schöne weiß-schwarze Fell. Und wenn er das immer an sich runterlaufen lassen würde, wäre er irgendwann gelb. Und deswegen macht er das schön im Handschuh, damit Pippi schön weit von dem weißen Fellchen. Genial daneben die Erklärung. Wunderbar, Frau Ponsen. Also, nein, dem ist die Harnröhre verkehrt rum gewachsen. Bitte wen? Die Harnröhre ist bei ihm verkehrt rum gewachsen. Du bist wieder beim Ast angelangt. Aber ich glaube, der wieder nur. Ich glaube, der mal fragen. Der weiß es. Da ist in die Richtung noch eine Theorie. Ich würde nicht sagen, dass ich es weiß, aber es könnte sein, dass sie mit den Füßen währenddessen Eukalyptus essen. Das sind Koala-Bären, Schatz. Das ist Koala. Der Panda-Bär ist Bambus. Genau, ja. Ich rede hier auch nur vom Pinkeln. Also meine Idee, ich weiß, ich habe mal einen Bericht gehört über einen psychisch kranken Hund. Der hat immer Folgendes gemacht. Der ist ein kleiner Hund, so wie der Panda-Bär ein kleiner Bär ist. Und wenn der sich auf die Füße stellt, dann kann er höher Pipi machen an die Bäume. Und dann ist das für die ja sehr wichtig zu wissen, dass sie sehr groß sind, also für die anderen. Und dann das ist klug. Ist das wenigstens die richtige Richtung, dann höre ich auf sonst. Das ist sehr klug und das ist mit Sicherheit die richtige Richtung. Mach's mal weit, mach mal. Also, und dann pinkelt er sehr hoch an den Baum und dann denken nämlich andere, oh, das ist ein sehr großer Bär und da hau ich jetzt ab. Sehr gut, sehr, sehr klug. Das ist es, Herr Balder. Moment. Ich kann das auch mit Bären erklären, ich kann das mit Hunden erklären, Katzen, scheißegal. Wollen wir das so gelten lassen?
Also, dann muss ich sagen, es ist eine richtige Antwort von Bernhard Hoeker, meine Jawohl. Damen und Herren. Jawohl! Toll! Ja, super. Also, es geht den Panda-Bären eigentlich in erster Linie um die Höhe der Duftmarke, die er setzt. Denn die Höhe der Duftmarke entscheidet, das steht hier, über die Bewertung anderer Panda-Bären. Die Tiere interessieren sich stets für die höchste Duftmarke und Weibchen suchen so den idealen Partner und die Männchen erkennen so. Du brauchst es nicht vorzulesen, wir haben es alle gewusst, aber Hoeker ist die einzige Sau, der hier die 500 Euro nicht gegründet hat. Okay. Das Problem ist, ich bin die einzige arme Sau, die damit ein Problem hat, wenn sie klein ist. Ja, ja, natürlich. Machst du das eigentlich auch immer im Handstand, oder? Ich habe andere Techniken entwickelt. Die mit Essen zu tun. Die mit Essen zu tun. Frage ist beantwortet. Nächste Frage. Wird Ihnen aber einen kleinen Teil von seiner Gage abgeben. Natürlich. Nein, ne? Kleines bisschen. Ja, ich teile mir das mit den Kollegen. Gott, also. Wieso Gage? Der Bernhard kriegt was. Welche menschliche Körperflüssigkeit bewegt sich mit der größten Geschwindigkeit? Stopp, Moment, das muss ich noch mal hören, bitte. Bitte, Cordula, nicht antworten, nicht antworten. Bitte, du nicht. Bitte nicht. Ich bin schon am Überlegen. Welche menschliche Körperflüssigkeit bewegt sich mit der größten Geschwindigkeit? Eck, Ohrenschmalz. Ja, ja, ernsthaft. Bei dir ist der flüssig. Deswegen ist dein Kragen immer nass. Nein, nein, nicht dieses Niveau. Das Problem ist doch das Ohrenschmalz. Das wissen wir alle, die wir diese Menschen kennen, die das nicht unter Kontrolle haben. Ja, wir kennen dich. Das läuft so schnell raus, dass sie... Ich meine, so viele Körperflüssigkeiten gibt es ja nicht, da sind wir dann schnell drauf gekommen. Ich fange mal einfach an, Herr Balder. Bitte. Tränenflüssigkeit? Nein. Blut? Nein. Speichel? Urin? Nein. Ejakulation beim Manne? Nein, erst recht nicht. Erst recht nicht, nein. Ja, Sie müssen es ja wissen, Herr Balder. Beim Niesen hat Chi. Genau. Korrekte Antwort. Yeah. Es ist der Nasenschleim mit einer Geschwindigkeit von bis zu 160 Stundenkilometer. Ja, aber wenn er rausschießt. Bei mir nicht. Ich hatte die Frage auch anders schneller. Verstanden. Noch schneller. Noch viel schneller. Wie ein Orkan. Ja, der Nasenschleim. Was? Hui. Ja. Das ist bei der Bundesbahn, kann man das messen, wenn man vorne rausrotzt, dann ist die Rotze früher am Bahnhof als der Zug. Wir kommen zur nächsten Zuschauerfrage. Christoph Strahlek aus München möchte gerne wissen, was ist ein Sackstich? Sackstich? Das was hat das ist, was sehr mit schmerzhaft. Dem Bier zu tun. Ich erkläre dir das, mein Buch. Also, was ist ein Sackstich, meine Damen und Herren? Es ist ein Begriff aus der... Nicht so kompliziert, der Typ ist aus München. Also, wenn man im... Die gucken auch zu. Wenn man Bäcker ist, wollte ich sagen. Wenn man was? Wenn man Bäcker ist. Ja. Es gibt Windbeutel. Ja. So, ab jetzt, 1 und 1 ist immer noch 2, ne? Das ist klar. Nein, nein. Sackstich bedeutet, das ist wie Bienenstich. Ja. Nur nehmen wir den Beutel des Windbeutels. Und... So einfach kann das sein. Ja. Wenn es denn stimmen würde. Aber da, der Sack wird angestochen und dann kommt das ganze Geld heraus. Weil früher mit den Münzen im Sack, verstehst du? Also das jetzt denk doch mal selber nach. Angestochen. Ja. Ja. Da kommt was raus. Oder Weizen. Und zwar oder, ist das oder, beim Räuber Hotzenplotz, wenn Kasper und Seppel das Kaffee da rauslaufen lassen. Das, daher kommt das. Oh, Verzeihung. Nein, ist alles sehr schön, was ich höre, aber ist leider falsch. Es ist aber die Frage nach einem Sackstich und nicht nach einem Sack vom Stich. Also es war was, was die Cordula sich nicht getraut hat zu sagen. Dass jemand einen, der neben dir stand, ins Knie stechen wollte. Ist das wieder so ein... Ist das wieder so eine...
mittelhochdeutsche Sprachverschiebung von Backfisch? Nein. Also zwischen also. Backfisch und Sackstich ist nur wirklich ein Unterschied. Ist denn der Sack? Alter. Ist denn der Sack? Das zwischen Buckel und Ast war ja auch ziemlich entfernt. Wenn Sie das sagen. Ist denn der Sack durchaus als Sackbeutel zu verstehen? Nein. Das hilft doch jetzt. Ja, und mal. Sack. Lass die Lösung raus. Ihr wisst es nicht. Ich sage es euch. Ich zeige es euch. Der Sackstich ist ein Knoten. Sagen ja. Sie ein Knoten. Ein Knoten. Das ist ein Sackstich. Nee, ne? Ja. So einfach. Wir können alle einen Sackstich. Ja. Christoph Strahlek aus München, 500 Toll. Euro. Gratulation. Toll. Was konnte man 1897 erstmalig in Deutschland rufen, und zwar in Stuttgart? 1897 in Stuttgart? Ja. Das erste Mal rufen? Ja. Achtung, Achtung, der Zug fängt ein. Bitte zurücktreten von der Bahnsteigkante. Sehr schöne Idee, leider falsch. 1897 in Deutschland zum ersten Mal rufen. In Stuttgart. Ist da irgendein altes Auto vom Band gelaufen? Heiligsblechle. Und da war das erste Mal... Haben die da Porsche? Stuttgart, Daimler-Benz oder so? Nee. Mercedes und Porsche. Stuttgart. Ist Stuttgart? Ihr seid schon, also Basti. Die Cannstatt auf Wasen ist eröffnet. Nein. So sehr, sehr schön, aber ist falsch. Es gab viele Haltestationen. In Stuttgart. Also Automobile war bitte, ja schon der richtige Ansatz. Bitte, läuft bitte lächeln im Sinne von Foto machen. Schöne Idee, leider falsch. Ich frage mich. Der erste Daimler mit Command-System? 1897. Ja. Vielleicht die erste Automobilausstellung? Ne, die ist immer in Frankfurt, ne? Oder Weltausstellung oder so? Ne? Nein, rufen. Ruf ich unter. Ja, eben öffnen! Nein. Scheiße, ich bin überfahren worden. Scheiße, ich bin überfahren. Sehr schön, sehr schön. Ja. Vielleicht dann anschließend, nachdem man das andere gerufen hat. Band ab, also das erste vom Band laufende. Da, also dann kam das und vorher rief man? Anschnallen. Oh, nein. Nö, schon wieder ein Daimler. Nein. Auto los. Nein. Steig ein. Nein. Steig Gute aus. Fahrt. Not. Nein. Not konnte man rufen. Der Notruf wurde erfunden. Ihr wisst es nicht, ich sage es euch. Taxi. Nein. Oh. Da merken wir eine auch, dass... pfiffige Frage. Ja. Ich hab's auch da gehört, ja, ja. Da muss auch jemand. Taxi muss ja. jemand. Sehr gut. Sie kriegen 500, keine 500 Euro an die Dame da vorne. Ja. Genau. Ja. Was ist eine Miktion? Eine Miktion, eine Miktion. Ist, bei einem langen Schubschiff muss man auch hinten dran, so wie beim Auto, ein langes Stück Holz machen, wo ein Fähnchen unten dran ist, damit man vom hinterherkommenden Schiff so, oh, gefährlich, zu lang. Und das nennt man Miktion. Und das mickelt dann immer so rum. Das miktioniert dann immer hin und her. Mhm. Na, das ist so einfach so ein Gefahrentransport-Alarm-Ding, ja. Mit so einer Fahne dran. Ja. Nein, nein, nein. Ich würde sagen, eine Miktion ist die Hupe von einem MiG-Kampfflugzeug. Von einem MiG. MiG, MiG, ja. Also MiG, MiG. Das ist eine große Hilfe, in der MiG noch eine Hupe zu haben, glaube ich. Das ist bestimmt hier. Eine Miktion, ich gebe euch eine kleine Hilfe. Also es kommt aus der Medizin. Ja, natürlich. Das war ja klar. Das ist, wenn Ärzte Mikado spielen, statt zu operieren. Oder? Ja. Naja, ich meine, Entschuldigung. Also, wenn ich jetzt eine kleine Hilfe gebe, dann wird es zumindest der Kölner an sich sofort wissen. Wenn ich nämlich sage, dass ich glaube, seit letztem Jahr weiß ich es definitiv, dass während des Karnevals das Miktionieren in der Öffentlichkeit bei Strafe verboten ist, dann wisst ihr, was ich meine. Ich sag Trennung mit Wassereimern. Was? Was? Was hat er gesagt? Trennung mit Wassereimern. Küssen? Nein. Kopulieren? Ich habe keine Ahnung, was verboten ist. Ihr wisst es nicht. Eine Miktion. Es ist eine Blasenentleerung. Es ist verboten, im Karneval zu pinkeln. Wozu ist denn das dann überhaupt noch? Was
ist denn, ist es denn nicht verboten, im Karneval zu pickeln? Es ist nur verboten, öffentlich... Auf andere drauf. Die Bäume drüber, das habe ich schon verstanden. Ja. So Sachen. Da kommt dann einer und sagt, sie haben hier missioniert. Deswegen habe ich im Kölner Karneval auch noch nie einen Panda-Bären gesehen. Das ist ein sehr schönes Schlusswort von Dieter Nuhr. Das war genial. Daneben die erste Ausgabe. Wir sehen uns wieder. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Ciao.